Ja, aber wer hat da God Mode? Polen. Polizei. Ja. Aha. Polizei hat dort God Mode. Wo der Sinn dahinter ist, ich habe keine Ahnung. Ja, die Alter. machen da komplett Recht und Ordnung, hä? Alter, zieh dir mal rein, wie viel Cash wir haben, Alter. Vor allem, was können wir sich dafür kaufen? Das Ich ist habe schon das eine Schlimme, eigentlich Grabpulver nicht viel, davon oder? eingekauft, Alter. Das ist fucking viel. Ich könnte die ganze Händler leer kaufen damit. Naja, soll ich Spike dann auch mitnehmen oder sollen wir das da lassen, wenn wir gehen? Ja, wir wollen jetzt dann einfach irgendwo hin, oder wie? Ja, genau. Boah. Ja, wenn nicht, lass doch mal da. Ist mir nicht so recht, ob wir zurückkommen. Huh? Vielleicht gefällt es uns irgendwo ganz anders, besser. Warum auch immer. Ja, ich bringe jetzt Gut, mal noch die ich bin Mollys. nur kurz AFK, so Okay. 2 Minuten und dann können wir los. Also dann kannst du noch kurz deine Sachen machen. Dann packe ich hier noch die Mollys bei die Waffen rein. Nehmen noch ein bisschen was zum Essen mit. So 2 Eintöpfe und bisschen was zum Trinken. So. So, da, da. Dann kann ich eigentlich dann schon durchstarten. Okay, wir müssen halt wieder echt immer noch gucken, wohin. Das ist schon alles, ist sehr langer Weg. Eigentlich da oben mal hin, oder? Mal gucken. Wahrscheinlich war da der Chrissy auch schon. Aber mal gucken. So, weißt du, was geil ist bei diesem Runtime-Starter-Kit? Ja? Ja, du hast einmal diese 3 Menüs, ja, und dann hast du noch geile 2 Energies. Okay. Oh, der MMO ist back. Welcome back. Oder was hat er gestreamt? Ich will's wissen. Genau, dann können wir gleich mal fragen, was hast du denn gestreamt? Okay, Orange schmeckt scheiße. Bah! Schmeckt so wie Brot. Und wieder schwärmt er von Runtime. Ja, weiß ich nicht, aber Runtime ist das einer ohne Spaß Erdbeere. Ich kann Erdbeere nur weiterempfehlen. Erdbeere schmeckt richtig geil. Vor allem, das hat so kleine Erdbeerstückchen. Scheiße, ich wollte Spiker da lassen, egal, ich kann es selber verstehen. Wobei es noch darf. Wollen wir einfach nach Norden oder wo wollen wir denn überhaupt hin? Warte, Nee, ich frage nach das Norden Spike ist wieder dann. rein. Gib mir eine Sekunde. Alright. Zeig in MMORPG, vielleicht schaut er eh gerade bei mir, dann sieht er unser mördermäßiges Feld. Achso. Ich sag nur Farming Together, Alter. Kann nicht Also. mithalten mit unserer Base. Aber echte Farm Together ist da nichts dagegen. Danke. So, in welche Richtung willst du jetzt? Weil einfach nach Norden, da wird wahrscheinlich die radioaktive Zone dann sein, Ja, da oder? ist rot. Ich würde ja immer eher sagen, weißt du noch, hast du noch den Händler markiert, der in dieser verkohlten Zone steht? Ja. Und da war ja ein Dorf daneben, wo ich dich mal mitgenommen Östlich, habe. oder? Ja, also Bei der rechts Kreuzung. daneben. Bei der Kreuzung, ja. Also bei dem Ja. X, ja. Und da will ich einfach die Straße weiter unten hinlaufen. Alles klar. Holy shit. Weil da waren wir nämlich noch nicht. Ich habe mir da jetzt einen Wegpunkt hingesetzt. Einfach kreuz da quer eine. Nein, ich laufe einfach querfeldein, Alter. Alles klar, einfach mal Einfach mir in folgen. eine andere Richtung. Chrissy? Ja. Sind wir schon da? Nein. Nein. Ah, ich hätte auch eine Waffe mitnehmen Ich müssen. hab 300 Schuss, Mann. Ich darf ein bisschen rumballern.
Ja, habe ich wieder mal welche gemacht. Ah, oh, okay. Flinke Ach so, Schuss, wegen ja. dein Schatz, oder? Ja, ja, auch. Nice. Da waren nämlich die roten Patronen drin und nicht die grünen. Ich schließe die ganze Zeit den roten. Gott, Alter. Also MMORPG, ja, jetzt fahr raus, was du gestreamt. Ich will's wissen. Ich will's auch wissen. Oder nee, hat er überhaupt gestreamt? Ich glaube, er hat gar nicht gestreamt. Weiß nicht, du hast irgendwas gemeint mit, er hat gestreamt. Oh, da war, glaube ich, mal ein Schatz, oder? Mhm. Oder ich habe eine Klee gegraben, kann auch sein. Ist halt wirklich Blei oder unten noch in den Loch. Aber das ist das nächste Mal. Wenn wir dran vorbeikommen. Also der Performance-Drink von Runtime Orange schmeckt definitiv nicht nach Orange. Also im Sommer muss ich mir dann auch mal wieder den orangenen Monster holen, weil der ist im Sommer richtig nice. Der schmeckt schon nach Orange. Dieser komische Rehab oder was? Da muss man aufpassen, da gibt es zwei verschiedene Orangen. Ach so, ja. Der eine schmeckt Rehab geil, der andere Tee. Nicht. Ich finde nur den mit dem Tee geil. Der grüne Tee? Nein, das ist so eine gelbe Dose mit ich glaube, der heißt Rehab oder Rehab. Ja, Monster. Rehab, das könnte hingehen. Der schmeckt geil. Weil der grüne Tee, der grüne Monster, der grüne Tee, der schmeckt abartig. Ah. Ich hab gesagt, das Einzige, was wir haben, ist Classic, diesen Rehab. Wie hat dieser komische Doktor geheißen? Boah. Irgend so ein Doktor-Ding gibt's auch noch. Okay. Der schmeckt richtig abartig. Zumindest finde ich das. Und dann haben wir noch Assault? Nein, den Assault roten? Auch nicht. Nein. Der hat irgendwie einen Namen von einem berühmten Rennfahrer? Nein, nicht Rennfahrer. Doch, Rennfahrer. Keine Ahnung, wie der heißt. Ich habe den auch noch einmal getrunken von den Abart, ich habe ihn nie wieder gekauft. Oje. Den Classic finde ich echt okay, aber den kann ich nicht so oft hintereinander saufen. Geht mir eigentlich genauso. Der ist immer wieder ganz gut für die Basis, aber... Ja, dann kannst du vielleicht so zwei, dreimal trinken und dann hast du die Schnauze voll davon. Ja. Und dann saufe ich meistens immer den Rehab, weil wir haben nur vier Sorten. Es ist bei uns komischerweise auch so, da gibt es leider immer bloß die gleichen vier, fünf Sorten. Und bei Rockstar, da hast du die komplette Palette. Also da gibt es 1000 verschiedene. Wir haben nicht mal Rockstar. Ja, das ist ja noch schlimmer. Mhm. Was? Weil ich würde da gern auch mal ein paar probieren, weil ich habe einmal einen halt probiert, der war halt nicht mein Geschmack. Und das ist halt wie bei Monster. Da gibt es halt auch welche, die schmecken halt überhaupt nicht. Die schmecken halt mega scheiße. Und Rockstar habe ich halt einmal einen Fehlgriff gemacht. Oh nee, und. Oh. Was? Wo bist du? Was machst du wieder? Der MMO macht schon wieder was. Oh Gott, was macht der? Fix mein PayPal-Guthaben rund machen. PS, ich will ein neues Donation-Gift. Bookchamp. What? Ja, weil ich meine Donations immer noch nicht eingerichtet habe. Weil ich immer noch kein PayPal-Konto habe. Ich müsste mich da mal mit meinem Stiefvater zusammensetzen. Also wieder vielen, vielen Dank für die Spende. Dankeschön. Wie viel hat er diesmal da lassen? 1,40 Euro irgendwie. Der wollte sein Ding irgendwie rund machen, sein PayPal-Konto. So. Also 1,43 Euro, glaube ich, waren das jetzt. Wenn man das Geile ist, er meint immer zu mir, ja, ich habe kein Geld und ich kann mir die Spiele nicht kaufen, weil ich habe kein Geld. Dann komme ich mit dir ins Stream und er donatet da seine Euros rein. Ich denke mir dann immer so. Ja, gestern auch schon 3 Euro. Jetzt hier auch, glaube ich, hat er auch schon wieder 2 Euro oder so. Er hat nur heute gemeint, wie ich mit ihm kurz gelabert habe. Er hat, wie auf deiner Webseite war, da gemeint so, ja, ich stehe bei ihm in der Hall of Fame. Und ich denke mir so, ist nicht schwer. Ist nicht schwer, ja, das stimmt. Weil wenn ich mein PayPal-Konto hätte, dann... Und du mal WoWst, oder du wieder mal geilen Singleplayer streamst, ey. Mir Spaß immer so ein Euro. Immer dann, wenn es halt nicht passt, immer so ein Euro reinknallen.
Immer diese Donation von dem Typen da, aber echt, ey. Richtig schlimm. ja, gestern habe ich Tiny and Big habe ich da gezockt. Das ist auch ganz geil Spiel Tiny gewesen. And Big? Grandpa's Leftover. Du hast gestern gestreamt? Ja. So freitagsmäßig schaue ich ja immer, dass ich Single Player ein bisschen zock. Geil, ich bin mir ganz ehrlich, war so in deinem Rad drin. Ja, kein Problem. Und das war halt eigentlich auch ganz witzig. Du hast bis Mitternacht gestreamt. Ich habe da noch gesehen, dass du natürlich noch Dying Light gestreamt hast. Das habe ich noch gesehen. Wollen Headshot geben, Alter. Schauen wir mal, was uns hier eigentlich erwartet, ha? Wüste. Alter, das ist ja andere Wüste jetzt, oder? Mhm. Alter, das sind mal Kakteen. Ja, das sind mal richtig geile Kakteen. Kann man die anbauen? Boah. Ja, Schutzlöcher. Er ist erstmal dagegen gelaufen. Nee, nicht, aber da sind noch mal irgendwelche Grafik-Dinge aufgeploppt. Oh ja, ich sehe es, ja. Alter, was ist das für eine Wüste, Mann, ey. Wie schlecht die Grafik hier ist. Von den Kakteen. Wenn du näher rangehst und ja, dann wieder weg. Warte, da ist irgendwie... Da ist was kämmert, da ist irgendwo ein Loch. Das hat Loch gesagt. Oh, Alter, Mann. Das Gebiet. Ist es bei dir auch so kacke mit den Kakteen, wenn du näher rangehst? Ja. Alter, wie schlecht. Oh mein Gott. Und man kriegt da jedes Mal Jucca raus und Jucca kühlt ab. Jucca! Jucca, da juckt's mir am Hosensack. So, und jetzt hier in der Mitte haben wir einen riesengroßen Vulkan, oder? Bam, ich hab seinen Kopf weggesplattert. Gesplattert. Gesplattert. Oh lol. Wir haben halt echt ein Loch. Wir gehen da mal rein. Gut, dass wir das Seitenbacher Bergsteiger-Müsli gehen daheim. Alter, geiler Stollen. Oh, wie geil ist... Kumpan. Oh, hier erst einmal abbauen. Sehr schön. Oder haben wir hier Zombies? Ja, ich hab sie schon gekillt. Okay. Pilze, Alter. Nitratpulver. Nebenlauf. Geben die drin Nitratpulver? Ja, oben da. Da die Stalaktiten oder was? Jo. Alles klar, Mann. Tut dabei so eine Kiste. Den hat man beim Wachsen zugucken? What? What the? Hast du das auch gerade gehört? Nee. Ich hab Tarzan Steinwachs. Komm mal her, mach die Kiste auf. Leer? Aber hörst du das nicht? Ach lol. Ja. Ach, den Kakteen. Alter, weißt du, was da drin war? Richtig geilen Stuff. Ja, das da. Ach, da. Tarzan Steinaxt. Alles klar. Kann irgendwas? Ich hab's nicht gelesen. Tatarsteinaxt ist ein seltenes und mächtiges Artefakt der Indianer. Die Apachen glaubten, dass der Träger dieser Axt im Kampf unbesiegbar ist. Komm mal. Nice. Kannst du die Kerne tragen. Deswegen kommt immer hey. Ja. Deswegen ist das auch die leere Apache-Artefaktruhe. Ja, da macht das alles Sinn. Weißt, das Spiel schaut scheiße aus, aber wenn du eine Truhe aufmachst und kommt ein Sound raus, ist mega geil. Ja, man muss sich halt immer das Beste halt dann rausziehen aus den Spielen. Aber ich muss hier mal kurz was hochbauen. Krieg nicht genug davon, Alter. Ich mach da die ganze Zeit die Kiste auf und zu. Jetzt brauche ich eine Facecam, ich gehe gerade richtig ab, Mann. Okay, jetzt ist genug. Hey!
Wäre halt bloß dein Nitratpulver, Mann. Aber nein, nichts darf Mauer dir zutage noch machen. Da wäre jetzt auch die Facecam geil gewesen, oder? Ja, Mann. Scheiße, was haben wir hier noch? Okay, das ist nichts. Warte mal, da ist noch einer. Ah, das ist die Truhe kaputt. Ach Mann, jetzt ist die Truhe kaputt. Okay, jetzt ist nicht mehr witzig, jetzt können wir gehen. Das ist nicht mehr witzig. Hauptsache, die haben da eine Toilette mit einer Pistole drin. Alles klar, Mann. Wo ist denn hier die Toilette? Ja, ach, mein Eingang? Ja. Alles klar. Perfekter Ausblick, oder? Ja. Die Wand. Die Wand. Alles klar. Ich habe zu viel Bohnen gefrühstückt. Oh Gott. Ich dachte jetzt, dass hier... Lol. Er schießt einfach mal auf mich. Ich habe auf die Toilette geschossen, Alter. Alles klar. Darfst du dir heute den restlichen Tag anhören? Ja, aber das ist ja... ein cooles Setting hier. Ja. Der Wüste und so. Gibt's doch bestimmt auch irgend so ein Dorf dann, oder? So ein Western-Dorf. Ja, ich brauche noch mehr von diesen Truhen, Alter. Ich brauche noch mehr von diesen Truhen. Wenn jetzt das alles gewesen ist, dann ist es echt ein nein, bisschen... Nein, ich glaube, da hinten habe ich gerade irgendwelche Pipes gesehen. Also laut Map bist du eigentlich neben mir, aber da bist du. Ich dachte schon, ich sehe dich überhaupt nicht. Du schießt auf den Geier, oder? Nein. Ich habe einen Headshot gegeben. Du hast bei mir eigentlich immer waagrecht geschossen. Das ist nichts Neues, oder dass das Spiel rumpackt. Alter, da hinten haben wir was. Munition ist alle. Shit. Mach voll geil, Mann. Ich glaube, da gibt's auch irgendwo einen Trader. Da war ich schon mal im Creative. Trader. Erstmal Jukka mitnehmen, Alter. Der Jukka, Alter, schau mal da links, Mann. Alter, what? Okay, erstmal links. Was? Erstmal links? Alles klar, erstmal links. Weißt du, wir haben eine Straße und wir trotteln gehen einfach im Berg. Aber wir haben dafür das seltene Apache-Artefakt bekommen. Und eine entsprechende Ruhe, Mann. Geil. Ey, wenn wir das jetzt alles looten wollen, das ist doch der Hammer. Das sind ja eh nicht so viele Gebäude. Ich glaube, das ist zweireihig, oder? Ja. Ja, das ist zweireihig. 2, 4, ja, also 10 Gebäude. Das, wir haben das seltene Apache-Artefakt, man vergisst es nicht. Das ist immer unbesiegbar. Ja, also du. Natürlich. Probier dir mal einen Kampf aus, bitte. Das kann ich machen. Und das musst du dazu sagen, weil sonst aktiviert sich der Artefakt ohne nicht. Aber machen wir jetzt wirklich da ein bisschen looten und leveln? Wenn du willst. Und sonst wäre wir halt rechts oder mal erst an den Haus gegangen und hätten das halt markiert. Wie du willst, mir ist wurscht. Ich habe keine Ahnung, ich bin jetzt wieder komplett überfordert. Okay. Die Truhe mega geil, Mann. Okay. Arriba! Oh lol, die sind aber echt gut. Richtig geil. Der ist nicht schlecht. Hi. 14,6. Okay, Damage macht jetzt eigentlich nicht so, aber... Knockback oder was? Ja, dann würde ich sagen, markieren wir das und kommen halt ein anderes Mal her, wenn wir Spike mit haben. Oh ja.